Grüezi miteinander. Außerordentliche Situationen schaffen auch neue Möglichkeiten. Gerade auch in dieser Zeit der Pandemie. So darf ich Sie heute zum ersten digitalen Wiesli-Symposium zur Sozialpsychiatrie begrüßen. Interessante Referentinnen und Referenten aus dem In- und Ausland bringen uns in den nächsten eineinhalb Stunden innovative Ansätze, neue Wege und Blickwinkel aus der Sozialpsychiatrie näher. Wir dürfen also gespannt sein. Am Vormittag bereits hat ein Hackathon zu verschiedenen sozialpsychiatrischen Themen stattgefunden. Näheres dazu und spannende Resultate aus diesen drei Workshops fließen dann später ins Symposium ein. Ja, ein besonderer Gast ist quasi schuld, dass wir das Symposium haben dürfen organisieren heute. Das mir, möchte ich auch noch schnell vorstellen, das ist unsere Marketingfrau, Andrea Rüegg. Und das ist unser Geschäftsführer von der Stiftung Wiesli, Martin Biber. Herzlichen Dank für die tolle Idee. Ja, der besondere Gast, der Dr. Ottmar Wäger, Mitbegründer und langjähriger, innovativer Präsident von der Stiftung Wiesli. Willkommen heißen zum Symposium, das zu deinen Ehren heute stattfindet. Ja, ihm zur Ehre, habe ich gesagt, findet das Symposium statt. Wir sind in einer Pandemiesituation seit einem Jahr und es hat ein Präsidentenwechsel in der Stiftung Wiesli stattgefunden, ohne dass wir den Ottmar hätten gebührend verabschieden können. Darum holen wir das heute auf digitale Art und Weise mit einem interessanten Rahmen ein bisschen an. Ja, er hat den Wandel in der Psychiatrie über die letzten 40 Jahre ganz praktisch miterlebt, aber auch mitgeprägt und Stiftung Wiesli auf dieser grossen Reise mit dieser Entwicklung gerade mit auf den Weg genommen. Ich durfte Ottmar vor rund 10 Jahren kennenlernen, als ich in die Stiftung eingetreten bin. Das ist ein Amt für mich, wo eine reine Herzensangelegenheit ist und ich mich extrem gerne eingebe und ich auch dankbar bin, dass ich auf diesen grossen Spuren jetzt eigentlich darf weiterarbeiten. Ja, lieber Ottmar, im Namen von der ganzen Stiftung Wiesli danke ich dir natürlich ganz herzlich für dein grosse und jahrzehntelange Engagement für die Stiftung Wiesli. Danke, danke auch. Bleibst du uns als Stiftungsrat erhalten? Davon können wir alle in den nächsten paar Jahren noch ganz viel profitieren. Ja, und wenn man dann den Ottmar Wäger beschreiben will, ist das eben nicht ganz einfach. Und darum habe ich eigentlich gedacht, lasse ich das gerade eigentlich weg. Aber in einem Wort zusammengefasst ist mir in den Sinn gekommen, treffender Ausdruck ist für mich, er ist smart. Und das trifft es, glaube ich, wirklich auf den Punkt. Aber hören und schauen Sie doch dann gerade selber, dass wir nicht nur über das Wiesli und Ottmar reden, wird er gerade selber nämlich in Bild und Ton von sich und quasi seinem Lebenswerk erzählen. Wir haben Ottmar in einem Interview aus einer Wiesli-Werkstatt gestern für Sie extra noch aufgezeichnet. Liebe Gäste, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interesse an dem Symposium und wünsche Ihnen einen spannenden Mittag. Und schalte jetzt zu Martin Biber, unserem Geschäftsführer, der uns durch den Mittag wird moderieren. Merci vielmals und viel Vergnügen. Lieber Ottmar, herzlich willkommen zu diesem Interview. Hier in der Werkstatt von der Stiftung Wiesli, eigentlich an dem Ort in Bülach, wo alles angefangen hat. Vor 40 Jahren hast du eine gut gehende akademische Karriere in der Psychiatrie aufgegeben, weil dich die Sozialpsychiatrie interessiert hat. Warum hast du das gemacht, Ottmar? 1979 habe ich im Psychiatriezentrum Hart das erste Mal Sozialpsychiatrie erlebt, als Assistenzarzt, und bin von dem Ansatz sehr begeistert und überzeugt, dass der Ansatz sehr viel bewegen kann in der Psychiatrie. Sozialpsychiatrie bemüht sich um eine Gesamtschau im psychiatrischen Bereich. Sozialpsychiatrie stützt sich ab auf drei Säulen bezüglich dem Entstehen und dem Verlauf von psychischen Störungen. Die drei Säulen sind die erste
neurobiologische Wirkungsweise. Da geht es um den Einfluss von Genen, da geht es um den Einfluss von Hirnstrukturen, da geht es um den Einfluss von Netzwerkstrukturen im Gehirn. Der zweite Einflussfaktor ist der psychologische Einflussfaktor bezüglich Einfluss auf den Verlauf von psychischer Störung. Es ist die Persönlichkeit, es geht um Stärken und Schwächen von der betroffenen Person, es geht um Wert, es geht um Erwartungen, um Haltungen, die einen grossen Einfluss haben auf den Verlauf. Und der dritte Einflussfaktor ist das Soziale, das ist unsere Lebenswelt, die grossen Einfluss hat auf unseren Umgang, unsere Bewältigungsstrategien bezüglich unserer Störungen, unsere Beziehungen zu unseren Mitmenschen, den Support, den wir erfahren durch sie, auf der anderen Seite dann aber auch unsere Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten und unsere Freizeitgestaltung. Die drei erwähnten Faktoren, Neurobiologie, Psychologie und Soziales, wirken wechselseitig aufeinander und sind verantwortlich für das Entstehen und den Verlauf von psychischen Störungen, insbesondere dann aber auch für den Zugang für Therapie von psychischen Störungen. In den letzten 40 Jahren, was hast du mit deinen Mitstreitern hier im Zürich-Unterland, aber auch generell, was hat man erreicht in der Sozialpsychiatrie? Auf der einen Seite hat man erreicht, dass die Ansicht sich hat können etablieren, dass die Ansicht auch Gehör gefunden hat bei den Zahlenden, bei den Krankenkassen, dass die Leistungen auch dann später vom kantonalen Sozialamt übernommen worden sind. Also Akzeptanz von der öffentlichen Hand auch. Auf der anderen Seite eine grosse Akzeptanz bei den Angehörigen von den Betroffenen, die gefunden haben, das ist eine andere Psychiatrie, da werden wir Angehörige gehört, da sind wir einbezogen, da können wir auch auf gleicher Höhe mit den Experten, mit den beruflichen Experten reden. Es ist der Trialog entstanden, die Idee vom Dreiergespräch zwischen den Betroffenen, den Angehörigen und den medizinischen Experten. Es ist die Idee aufgekommen von der Psychiatrie Erfahrenen, die sehr viel auch zurückgeben können in die Psychiatrie, die sie äußern können zu ihren Erfahrungen, die sie machen im Rahmen von ihren seelischen Erschütterungen. Das war sehr eine gute Rückmeldung für uns und auch ein Hinweis, dass man mit der Sozialpsychiatrie, vor allem auch mit der lokalen, verorteten sozialen Psychiatrie, gemeinsnah etwas bewirken können. Nicht nur im Rahmen der kantonalen Sozialpsychiatrie, sondern auch in der privatrechtlich organisierten Sozialpsychiatrie. Wie die Entwicklung war vom Verein für Sozialpsychiatrie Zürcher Unterland, wo dann später übergegangen ist in die Stiftung Wiesli, wo du, Martin, kennengelernt hast, wo du als Geschäftsführer hier angefangen hast. Spannend. Ihr habt viel erreicht, eigentlich alles erreicht. Wie geht es jetzt weiter in den nächsten 40 Jahren? Wie entwickelt sich die Sozialpsychiatrie weiter? Sozialpsychiatrie ist bezüglich dem akademischen Interesse sicher ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Im Vordergrund im Moment steht die sogenannte neurobiologische Forschungszweig. Das ist eine Trendwende. Neurobiologische Forschung kann profitieren von computerisierten Abläufen, kann profitieren von bildgebenden Abläufen, kann profitieren vom Wissen über Verbindungen, über Konnektivität oder wie man sagt, Vernetzungsmöglichkeiten im Hirn. Sozialpsychiatrie ist diesbezüglich in den Hintergrund getreten. Aber nichtsdestotrotz, der Bereich von Genesung, von der Genesung, wo wir mit dem Ansatz von der Recovery in der Stiftung seit mittlerweile mehr als 3 Jahren verfolgen, ist ganz entscheidend. Recovery heisst, noch vermehrt die Betroffenen teilnehmen lassen, an diesen Prozess einbeziehen,
in die Abläufe in der Stiftung, dass sie teilnehmen können, auch in einer Stiftung, in einem Wiesli-Rat. Das ist eigentlich für mich die Zukunft. Begegnung auf Augenhöhe, genesungsorientierte Sozialpsychiatrie, da liegt noch viel, viel vor uns, wo kann entwickelt werden. Dankeschön, Ottmar, für das Gespräch. Ich kann dir versprechen, dass ich das Thema und deine Wünsche auch für die Zukunft und das Thema Recovery so auch mitnehme mit den Kollegen, mit der Institution, und dass wir das weiterentwickeln. Vielen herzlichen Dank für all das, was du geleistet hast mit deinen Mitstreitern in den letzten 40 Jahren hier im Zürich-Unterland und für die Sozialpsychiatrie und schließlich für die Menschen mit psychischen Erschütterungen. Merci vielmals, Ottmar. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Ich werde Sie durch den Rest von dem Symposium begleiten. Ich bin Martin Biber, der Geschäftsführer der Stiftung Wiesli. Wir kommen von der Peer-Arbeit von Experten aus Erfahrung zu der ersten Referentin. Ich freue mich persönlich sehr, dass wir heute Andrea Lüberstedt bei uns begrüßen dürfen. Andrea Lüberstedt hat ein Studium in der Sozialpsychologie und Psychopathologie an der Uni Zürich. Sie hat 8 Jahre in der psychiatrischen Klinik geschafft, mehrheitlich in der Notfallpsychiatrie, also auf einer Akutstation. Seit 2018 ist sie Amtschefin vom Sozialamt vom Kanton Zürich. Eine gute Politik für Menschen mit Behinderung. Das ist der Antreiber von Andrea Lüberstedt. Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, das heisst vielleicht auch, die eigene Vorstellung von Behinderung zu hinterfragen. Darum ist die Frage, die Andrea Lüberstedt stellt, bewusst provokativ. Wer ist denn hier behindert? Es geht um die Behindertenrechtskonvention in der Sozialpsychiatrie. Bitte. Danke vielmals, Martin Biber. Geschätzter Herr Weger, sehr geehrte Damen und Herren. 2014 hat die Schweiz die Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Die Konvention ist 2006 entstanden und innerhalb von 2 Jahren haben 20 Staaten auf der ganzen Welt die Konvention ratifiziert. 2012 waren es bereits 120 Staaten gewesen und die Schweiz hat es dann im 2014 geschafft. Heute hat die Konvention 175 Vertragsstaaten. Die Konvention hat zum Ziel, größtmögliche Teilhabe, gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu erreichen und das global Diskriminierung abzubauen und Menschen mit Behinderung Selbstbestimmung zu ermöglichen. Sie gehören damit, es geht gar nicht um Sonderrecht für Menschen mit Behinderung, sondern um Recht, wo auch Menschen ohne Behinderung haben. Also es geht um Gleichstellung. Das ist eine grosse Aufgabe. 50 Artikel umfasst die Konvention, sind hehre Ziele und die Schweiz hat die noch nicht erreicht. Auch darum arbeite ich gerade jetzt aktuell mit meinem Team an einem Aktionsplan, wie wir die Behindertenrechtskonvention im Kanton Zürich bis in alle Ecken des Kantons heraus umsetzen können. Unter Menschen mit Behinderung versteht die Konvention Menschen, die eine geistige oder körperliche Beeinträchtigung haben, eine Sinnesbehinderung oder aber eben auch eine psychische Behinderung. Und häufig, wenn ich referiere über die Behindertenrechtskonvention, gibt es Fehlschlüsse. Ich habe 2 davon mitgebracht heute. Einer ist, ja, ist noch gut, gibt es die Konvention für die Menschen mit Behinderung. Aber eigentlich ist die Konvention gar nicht an die Leute gerichtet, die eine Beeinträchtigung haben, sondern die Konvention richtet sich an Leute ohne Beeinträchtigung. Warum? Wichtig ist eben nicht, was in der Konvention steht, sondern was dahinter steht. Und dahinter steht das Verständnis, dass Behinderung eben nicht ein individuelles Problem ist. Ein rein biologisches Phänomen, das jemand aushalten und mit seinem Schicksal einen Umgang finden muss, sondern Behinderung, und das meint die Konvention, ist ein Resultat von der Wechselwirkung zwischen Mensch und seiner Umwelt. Oder ein bisschen salopp formuliert, Menschen sind nicht einfach behindert, sie werden behindert. Oder wenn ich es ein bisschen moderater würde sagen, wie stark dass eine Behinderung sich auswirkt, das hat ganz fest mit sozialen Begebenheiten zu tun. Also darum ist auch ein bisschen die Frage, was ist eine
Huhn oder eben vielleicht Ei in dieser Fragestellung. Und damit ist für mich eben klar, dass die Konvention für Gesellschaft gemacht ist und vor allem für Menschen ohne Behinderung. Sie richtet sich an uns, sie richtet sich an die, die sozialen Begebenheiten mitsteuern. Wir haben in der Hand, wie stark sich eine Behinderung auswirkt oder eben nicht. Der zweite Fehlschluss ist, das höre ich auch häufig, ich habe psychische Erkrankung, aber behindert bin ich sicher nicht. Die Konvention hat nichts mit mir zu tun. Ob Behinderung das richtige Wort ist, da hat es heute Morgen einen Diskurs gegeben. Ich bin sehr gespannt über das Resultat. Mir ist es eigentlich nicht wichtig, welchen Begriff das man nimmt. Ich möchte, dass man aber das Kind beim Namen nennt. Nicht beschönigt, sondern zu dem steht, wo eben ist, dass es Schwierigkeiten gibt in Beziehungen, im Alltag, manchmal bei der Arbeit. Und ich weiss auch von Betroffenen, dass etwas einen Namen geben können, auch eine entlastende Wirkung hat. Die Konvention ist jedenfalls klar. Klar, sie braucht den Begriff Behinderung, aber eigentlich sagt sie nichts anderes. Dort, wo Teilhabe erschwert ist, dort muss Teilhabe möglich werden. Dort, wo Diskriminierung ist, muss Diskriminierung weg. Und bei den Menschen mit Behinderung muss grösstmögliche Selbstbestimmung die Regel sein. Und darum betrifft die Konvention unbestrittenermaßen auch Leute mit psychischen Beeinträchtigungen, wenn eine psychische Erkrankung eben langfristig oder dauerhaft Folgen hat, was Teilhabe anbelangt, wenn Leute diskriminiert werden aufgrund von ihren psychischen Störungen oder wenn sie eben ihrer Selbstbestimmung eingeschränkt sind. Und das ist das, was mich beschäftigt. Kontrolle der Leute wieder zurückgeben, in die Hände der Leute geben, auch wenn sie eine psychische Störung haben. Und da berühren sich eben Behindertenrechtskonvention und Sozialpsychiatrie direkt. Ich blättere im Jahrbuch zurück. Sie haben es schon gehört, 1997. Ich habe ein Studium angefangen für Psychologie und Psychopathologie an der Uni Zürich. Und da haben sich irgendwie auf unsichtbare Weise der Lebenslauf und mein von Ottmar Wäger auch ein bisschen berührt. Weil in diesem Jahr ist hat er das Präsidium übernommen vom Verein Sozialpsychiatrie Zürcher Unterland, wo heute jetzt eben das Wiesli ist. Sie, Herr Wäger, Sie haben die Geschichte sehr stark mitgeprägt. Ich habe 1997 noch nicht so viel gewusst. Die Behindertenrechtskonvention hat noch nicht existiert. Aber ich habe im gleichen Jahr eine Anstellung angenommen, Sie haben es gehört, in der Psychiatrie. Ich bin auf eine notfallpsychiatrische Akutstation geschlossen, wie hier üblich. Wir waren zuständig für Leute, die freiwillig, mehrheitlich unfreiwillig, in eine Klinik eingetreten sind. Und da habe ich ganz real gespürt, was eine psychische Störung eben bedeuten kann. Das, was im Studium theoretisch vermittelt wurde, habe ich gespürt, bei Angehörigen gesehen, bei Betroffenen und auch gemerkt, eine psychische Erkrankung katapultiert Leute weg von sich selber. Es ist einer der fundamentalsten Kontrollverluste, die man erleben kann. Und damit eben der Verlust von Selbstbestimmung, weil nicht mehr klar ist, was bestimmt selbst noch und was bestimmt die Erkrankung. Gerade in den 1990er Jahren war die Psychiatrie nicht an dem Punkt, wo sie heute ist. Dass wir heute an einem anderen Ort stehen, hat mitunter mit so Leuten zu tun wie Ottmar Wäger. Weil ich habe wahrgenommen, dass in der Psychiatrie Behandlungsansätze auch vorgeherrscht haben, die den Verlust an Selbstbestimmung eben noch mehr verstärkt haben. Eine geschlossene Institution, Zwangsmassnahmen, unbestrittenermaßen muss man auch heute manchmal noch Zwang anwenden. Aber ich habe auch Zwang erlebt, den noch heute wahrscheinlich nicht mehr wäre. Und dort war für mich klar, was der Schwerpunkt meines Studiums sein muss, nämlich Sozialpsychologie und Sozialpsychiatrie. Weil genau dort setzt eben die Sozialpsychiatrie an. Eine psychische Störung ist eben nicht ein rein individuelles, biologisches Problem, sondern ein Resultat der Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt. Und damit nimmt die Sozialpsychiatrie auch uns in die Verantwortung, wenn es um die Erkennung, Behandlung von psychischen Störungen geht. Und wenn Sie jetzt das Gefühl haben, ich habe zweimal das Gleiche erzählt, dann glaube ich, haben Sie eben recht. Vielleicht haben Sie gemerkt, die Sozialpsychiatrie, der Ansatz und die Behindertenrechtskonvention, die stehen sich inhaltlich außerordentlich nahe. Die Bedeutung von sozialen Faktoren stehen im Zentrum. Die Sozialpsychiatrie und die Behindertenrechtskonvention nimmt uns, die keine psychische Störung haben, keine an keiner Behinderung leiden,
mit in die Verantwortung. Wir haben in der Hand, wie stark eine psychische Störung oder eben eine Behinderung für Auswirkungen und Folgen für die Betroffenen hat. Und beide Ansätze plädieren dafür, Kontrolle und die Verantwortung wieder in die Hände zu geben, wo sie hingehören, nämlich bei den Betroffenen. Dafür setze ich mich ein, wenn Sie jetzt heute, bis heute, die Behindertenrechtskonvention noch nicht gelesen haben und in der Sozialpsychiatrie tätig sind. Ich empfehle Ihnen diese Lektüre. Ich hoffe, Sie fühlen sich bestärkt in dem Alltag, wo Sie prägen und wichtige Sachen machen für Betroffene. Ich danke Ihnen dafür und danke Ihnen auch für die Aufmerksamkeit. Sie haben es gesagt, Andrea Lieberstedt, heute Morgen der erste Hackathon in der Sozialpsychiatrie mit über 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern stattgefunden. Dort ist die Frage diskutiert worden, wie die Betroffenen gerne bezeichnet werden. Und die Gruppe, die Frage bearbeitet hat, die hat ganz explizit keine Bezeichnung erarbeitet. Sondern sie haben gesagt, und eigentlich haben sie es in ihrem Referat schon erwähnt, sie wünschen, dass der Mensch und seine Persönlichkeit in die Bezeichnung ausgesprochen wird. Weil jeder ist anders. Also zum Beispiel der Mensch, der in der Woge lebt und dort Lebens- und Wohnkompetenzen trainiert. Erstaunt Sie die Antwort? Ja, ich finde sie total stark und reif, oder? Weil da ist es ja genau, oder? Herzuschauen. Und da ist auch der Ansatz der Sozialpsychiatrie. Also die individuellen Begebenheiten berücksichtigen, auch die sozialen Faktoren berücksichtigen. Vielleicht auch miteinander zu einem richtigen Wort kommen, was denn da ist oder noch muss werden. Das finde ich schön. Ich muss leider in der Politik und für die Politik einen Begriff wählen. Ich nehme jetzt den von der Behindertenkonvention, sage, es ist Behinderung. Aber ich finde, wir müssen im Diskurs immer elastisch bleiben und auch den Betroffenen zulassen. Besten Dank. Eine ganz ähnliche Aussage wie Andrea Lieberstedt macht auch der Werner Riedweg. Auch bei ihm finden wir wieder einen Ansatz von Begegnung auf Augenhöhe. Herzlich willkommen, Werner Riedweg. Bitte. Er war lange Jahre Geschäftsleiter von Caritas Luzern. Bei seiner Tätigkeit hat er bereits 1984 in der Arbeitsintegration von Indochina-Flüchtlingen mitgeholfen. Jetzt Dozent, Projektleiter an der Hochschule Luzern, verantwortlich für den Masterstudiengang Arbeitsintegration und die beiden CAS, Supported Employment und Arbeitsintegration, zukunftsorientierte Entwicklung. Beim Thema Arbeitsintegration ist er national und international sehr gut vernetzt. Der Werner Riedweg beschäftigt sich vor allem damit, wie die Arbeitsintegration in der Zukunft gelingen kann. Es geht um Capability Approach. Bitte, Herr Riedweg. Merci für die Einführung, Herr Weber. Ja, geschätzte Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, es ist ja seltsam, so in eine Kamera zu reden, aber ich sehe hinter Ihnen ganz viele interessierte Leute, die ich ein bisschen als Verbündete sehe in unseren gemeinsamen Anliegen. Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihre Arbeit verloren, Corona-bedingt, ganz überraschend aus heiterem Himmel. Und Sie sind unsicher, ob Sie in dieser Branche, in dem Job, den Sie jetzt haben, wieder eine Stelle finden. Sie treffen Ihre Integrationsberaterin das erste Mal und sind positiv überrascht. Weil Sie sich ernst genommen fühlen, die Beraterin interessiert sich tatsächlich für Ihre Biografie, nicht nur beruflich, für Ihre Vorstellungen von einem guten Leben, für Ihre Ziele und Träume. Sie will Ihre Fähigkeiten, Ihre gesundheitliche und soziale Situation erfassen und verstehen. Die Beraterin kennt sich sehr gut aus mit den Möglichkeiten von Ausbildungs-, Bildungs- und Integrationsprogrammen und informiert Sie kompetent. Bei späteren Treffen erarbeitet Sie gemeinsam Grundlagen, dass Sie selber Entscheidungen treffen können, wie Ihr Weg weitergehen soll. Und schlussendlich entscheidet Sie sich selber für eine Umschulung, die aus Integrationsleistung finanziert wird. Etwa so stelle ich mir Integrationsprozess vor, wenn der Capability Approach
CA werde ich den Begriff brauchen, nachher zum ein bisschen abkürzen, wenn sich das CA als Paradigma und Mindset in der Arbeitsintegration verankert hat. Der Ansatz ist vom indischen Ökonom Amartya Sen entwickelt worden und zuerst sehr stark im entwicklungspolitischen Kontext diskutiert und eingesetzt worden, heute aber auch in der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik und eben auch in der Arbeitsintegration. Ganz verkürzt gesagt sind Basis, die Elemente, die individuellen Ressourcen und Möglichkeiten von einer Person, die eine Person zur Verfügung hat, aus sich selber heraus, um das Leben zu führen, das sie gerne führen will, das sie selber wertschätzt. Sehr, sehr wichtig sind aber auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in einem umfassenden Sinn. Die sozialen, die ökonomischen, die politischen, die ökologischen Faktoren. Aus diesen Elementen ergänzt sich die Verwirklichungschancen, eben die Capabilities, die eine Person hat und die Lebensweise. Dabei ist Entscheidungsfreiheit, und das knüpft an die Überlegungen von der Frau Lüberstedt von vorher auch an, ist Entscheidungsfreiheit auch in der Arbeitsintegration sehr, sehr wichtig. Es müssen verschiedene Handlungsoptionen bestehen, wo eine stellensuchende Person auch selber einschätzen kann, was das bedeutet. Die Personen müssen die Nebenwirkungen und Folgen von ihrem Handeln auch abschätzen können, müssen in Alternativen denken und sich ohne Furcht vor Sanktionen für etwas entscheiden können. In dem skizzierten Bild erkennen Sie vielleicht viele Elemente, wie Sie heute schon arbeiten, und gleichzeitig kommen wahrscheinlich ganze Haufen Ja-Abers und Einwände. Besonders wenn wir an unser komplexes soziales Sicherungssystem denken, von der IV, der ALV, der Unfallversicherung, der Sozialhilfe, alle wichtig im Kontext der Arbeitsintegration, alle mit eigenen Regeln, Möglichkeiten und Grenzen. Im Sinn des CA sind es strukturelle Rahmenbedingungen und die müssten auf die Zukunft bezogen viel flexibler und durchlässiger gestaltet werden. Besonders in komplexen Lebenssituationen wie bei Langzeiterwerbslosen, wie bei Menschen mit psychischer Beeinträchtigung oder geflüchteten Menschen. Ob sich das CA als Leitparadigma wird durchsetzen gegenüber dem heute wegleitenden Aktivierungsparadigma, die aktivierende Arbeitsmarktpolitik, oder wenigstens ergänzt und weiterentwickelt, ist schwierig abzuschätzen. Ich sehe aber in der Praxis schon Ansätze, wo mindestens Elemente von dem Denken integrieren. Zum Beispiel im Kanton Aargau, im Modell Kooperation Arbeitsmarkt, wo die Arbeitslosenversicherung, die IV und die Sozialhilfe verbindlich, strukturell verbindlich zusammenarbeiten und zum Beispiel Kontakt zu Arbeitgebenden von einer zentralen Stelle wahrgenommen werden, koordiniert werden. Oder die Angebote Enter in Basel oder Format im Kanton Waadt, wo Stipendien kreativ genutzt werden, damit Sozialhilfebeziehende auch im Erwachsenenalter können, Beispiel von über 40-Jährigen, noch eine Ausbildung machen können. Oder der Ansatz Fokus Arbeitsmarkt 2025 von der Stadt Zürich mit einer Strategie zur beruflichen und sozialen Integration, mit einer Bildungsstrategie. Auch dort legt man grossen Wert auf die Interesse und Motivation der Klientinnen und Klienten. In Zukunft braucht es von mir aus gesehen eine Anpassung des sozialen Sicherungssystems und eine bessere Abstimmung, vor allem ein gemeinsames Verständnis von Arbeitsintegration aus langfristigen, individuellen Förder- und Entwicklungsprozessen. Mehr Durchlässigkeit, hybride Formen von Arbeitsmarkt, nicht so eine strikte Trennung von allgemeinem und ergänzendem Arbeitsmarkt. Und für die vielen Anbieter von Integrationsangeboten viel stärkere Fokussierung auf die Entwicklung von ihren Programmteilnehmenden. Zusammenfassend eine sehr hohe Individualisierung von Integrationsberatung und Begleitung, wo Klientinnen in den Entscheidungsprozess einbezogen sind. Unter diesen Bedingungen könnte so ein Stellenverlust, wie ich erwähnt habe, jetzt am Anfang, auch eine Chance sein. Merci vielmals für die Aufmerksamkeit. Besten Dank. Heute Morgen hat im Hackathon eine Gruppe die Stärke von psychisch beeinträchtigten Arbeitnehmern diskutiert.
und hat folgende Punkte als erwähnenswert herausgeschafft. Die Stärke von Abnehmern mit psychischer Erschütterung und der Erfahrung daraus bringen sehr viel Lebenserfahrung und Kompetenzen in der erfolgreichen Krisenbewältigung mit. Grosse Selbstreflexion, Bewusstsein über die eigenen Stärken und Schwächen ist ausgeprägter. Es ist auch ganz bewusst ein Entscheid, bei welchem Arbeitgeber man sich, für welchen Arbeitgeber man sich entscheidet. Das ist nicht zufällig. Dankbarkeit und Loyalität zeichnen die Arbeitnehmer aus. Was sagen Sie dazu? Erstaunt Sie das? Sehen Sie andere Stärken? Nein, das erstaunt mich nicht, die Perspektive, wie sie beschrieben wird, aus der Perspektive von den Menschen, die Stellen suchen und eben auch finden, zum Glück auch immer wieder finden. Es ist mir auch sehr wichtig zu sagen, die Arbeitgebenden haben hier eine Schlüsselfunktion. Es gibt sehr viele, die wirklich als Partner da sind in der Arbeitsintegration. Und gleich ist das ganze System sehr stark halt ein Auswahlsystem, leistungsorientiert, verständlicherweise, aus einem betriebswirtschaftlichen Denken. Und da kommt manchmal eben gar nicht die Chance an bei diesen Arbeitgebenden. Meine Einschätzung ist, Arbeitgebende, die mal Erfahrungen gemacht haben und eben sehen, genau, dass die Leute so Elemente einbringen können, die sind wieder bereit. Aber für das braucht es einen Dialog, braucht es eine Offenheit. Und danke. Bitte. Das Bild, das Sie ganz am Anfang gezeichnet haben, von dieser Integrationsberaterin oder dem Integrationsberater, der in dieser anderen Art auf Augenhöhe mit dem Menschen schafft, das nehmen wir gerne mit und gehen jetzt weg von der Arbeitswelt Richtung Medizin. Wir haben von Stärken geredet. Es gibt aber auch Momente, wo die Menschen ganz schwach werden. Nämlich in einer Krise. Ein Trauma kann zum Beispiel so eine Krise auslösen. Und dafür gibt es jetzt in Winterthur eine neue Tagesklinik für Traumafolgestörungen. Ich begrüße ganz herzlich den Christoph Jans. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Herr Jans arbeitet seit 6 Jahren bei der IPW und er hat dort unter anderem das Kriseninterventionszentrum geschafft, in der Adoleszenzstation und in der Akuttagesklinik. Die klassische Laufbahn vom Assistenzarzt zum Oberarzt hat er durchlaufen. Und seit dem Januar als Leiter der neuen Tagesklinik für Traumafolgestörungen in Winterthur. Der Christoph Jans hat ein lässiges Hobby, wenn er es betreiben kann. Er ist nämlich nebenberuflich bei der Swiss in der Kabine tätig. Darf ich Ihnen das Mikrofon übergeben? Herr Dr. Jans. Danke vielmals. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und bedanke mich auch, um über das Thema Stressfolgeerkrankungen Neues aus der Psychotraumatologie zu berichten. Ich würde gerade direkt ins Thema einsteigen. Es ist ein bisschen ein theoretisches Thema, das ich aber probiere, doch Ihnen auch anhand von einem Patientenbeispiel näher zu bringen. Sie sehen auf dieser Folie sehen Sie oben dargestellte Begriff Psycho. Trauma oder schwere Belastung. Man kann so sagen, für alle Stressfolgeerkrankungen, die Sie hier subsumiert sehen, in diesen verschiedenen Blöcken, braucht es ein sehr einschneidendes Ereignis oder mehrere sehr einschneidende traumatische Ereignisse, die diese Krankheitsbilder auslösen können. Als Stressfolgeerkrankungen kann man all die Krankheiten darunter ziehen, wo Sie dort jetzt sehen. Also es gibt akute Belastungsreaktionen, affektive Angststörungen oder die posttraumatische Belastungsstörung, die ich Ihnen gerne jetzt ein bisschen detaillierter würde, näher bringen würde. Sie sehen auf dieser Folie sehen Sie die verschiedenen Symptome, die es braucht, um eine posttraumatische Belastungsstörung zu diagnostizieren, aufgelistet. Ich würde Ihnen dazu gerne ein Patientenbeispiel bringen, das das Ganze ein bisschen anschaulicher macht. Wir haben eine Patientin zugewiesen bekommen zur Behandlung, die 2 Jahre vorher einen herberen, schlimmeren operativen Eingriff hat müssen. Bei sich durchführen, notfallmässig. Sie ist dann so etwa 2 Wochen in einem so einem komatös, deliranten Zustand gesehen, ist auf der Intensivpflegestation gelegen, über 2 Wochen.
hat über die Zeit auch viele Erinnerungslücken, wo sie nicht mehr genau weiss, was dort alles passiert ist. Nachdem sie entlassen wurde und alles körperlich eigentlich gut abgeheilt ist, hat sie aber im weiteren Verlauf nach wie vor immer unter Flashbacks und unter Albträumen gelitten, also sich aufdrängende Erinnerungen an die Umstände, an die Spitaleinweisung. Sie sehen das auf der linken Seite, das benenne ich mir als Wiedererleben-Symptomatik. Zusätzlich hat sie auch gesagt, dass es viele Trigger gibt im Alltag, also verschiedene Provokationsfaktoren, Reize, die starke Ängste und die Erinnerungen wieder auslösen, so zum Beispiel Geräusche von Ambulanzen, von Rega, auch Spitäler generell, die sie vermieden hat, damit nicht wieder die schwierigen Gefühle aufkommen. Also das bezeichnen wir so ein bisschen als Vermeidungssymptom. Und sie hat dann auch gesagt, dass sie seither eigentlich dauernd in einem sehr hohen Anspannungslevel ist, dass sie fast nicht mehr zur Ruhe kommt und sich immer irgendwo in Gefahr befindet oder so fühlt. Also sie hat eine anhaltende Wahrnehmung von Bedrohung gehabt, ein weiteres Symptom. Und da sie eigentlich alle die drei verschiedenen Symptomkategorien erfüllt hat, haben wir bei ihr eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert, abgekürzt auch PTBS. Und haben die Behandlung angefangen. Im Verlauf der Behandlung hat sie dann doch berichtet, dass sie viele von diesen Symptomen eigentlich schon vorher gekannt hat, einfach nicht so offensichtlich für sie und dass sie auch ein bisschen anders gewesen sind im Schweregrad. Es ist in der Exploration der Krankheitsgeschichte ist es klar geworden, dass sie schon in der Kindheit viel körperliche Gewalt, aber auch psychische Entwertung erlebt hat. Und schon über das Leben hinweg auch wirklich Probleme hatte mit Stimmungsschwankungen, dass sie gesagt hat, sie habe es gar nicht aushalten, wenn schwierige Gefühle aufgekommen sind, dass sie probiert hat, mit Medikamenten das irgendwie ihr zu unterdrücken und gar nicht müssen zu fühlen. Also wir benennen das so ein bisschen im Fachterminus als affektive Dysregulation. Das haben sie dort in grün auf der linken Seite abgebildet. Und haben dort auch gemerkt, dass sie zusätzlich, wie sie berichtet hat, auch sich immer irgendwie als defekt und als schlechter Mensch gefühlt hat. Sie hatte also ein negatives Selbstkonzept gehabt und war sehr isoliert gewesen. Sie hatte immer Mühe gehabt, mit Freundschaften aufzubauen, hat gesagt, sie fühlt sich neuen Menschen gegenüber eher misstrauisch. Also sie hat auch in den Beziehungen Mühe gehabt, um sich zu regulieren und um überhaupt Beziehungen anzugehen. Also Schwierigkeiten in Beziehungen hat sie soweit auch gehabt. Sie hat also alle grünen Symptome auch erfüllt, worauf wir dann davon ausgegangen sind, dass es sich um ein komplexes Geschehen handelt, was man neuerdings jetzt auch diagnostizieren kann als komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Das ist eine neuere Diagnose, die es jetzt früher so noch nicht gegeben hat in der Fachwelt. Bei dieser Patientin haben wir, wie gesagt, eine Behandlung angefangen, eine traumaspezifische Behandlung. Ich würde Ihnen hier gerne kurz verschiedene Phasen vorstellen, die bei einer Traumatherapie zu berücksichtigen sind. Es geht einerseits um Stabilisierung, zu schauen, dass die Leute im Alltag genug stabil sind und genug Ressourcen haben, die eine Art ein Netz bildet, um auch tiefer noch in die Verarbeitung dieser traumatischen Erinnerungen hineingehen. Das ist die Trauma-Aufarbeitungsphase. Und die Integrationsphase, dort geht es dann so ein bisschen darum, um die Akzeptanz vom Lebensverlauf, von der eigenen Krankheit und auch die Generierung von neuen Zukunftsperspektiven. Man schaut heutzutage aber eigentlich schon, dass wir alle die drei Phasen zu jedem Zeitpunkt mehr oder weniger im Auge behalten und nicht chronologisch nacheinander durchgeht, so nach dem neuen Ansatz. Dann würde ich Ihnen gerne noch ein paar Worte sagen zum neuen Behandlungsangebot. Wie Sie vorher schon kurz gehört haben, seit Februar gibt es bei uns an der IPW Winterthur die schweizweit erste und bisher einzige Tagesklinik, die spezifisch für Traumafolgestörungen ausgerichtet ist. Es handelt sich dabei um ein 12-wöchiges Gruppenprogramm, wo Therapieplatz bietet für 20 Patienten. Die werden aufgeteilt in zwei verschiedene Gruppen. Also es gibt Leute, die am Morgen kommen für jeweils Zwei-Stunden-Gruppentherapie an 5 Tagen in der Woche und andere Gruppen, die am Nachmittag das gleiche Programm durchlaufen. Zusätzlich haben die Leute auch noch einmal pro Woche ein therapeutisches Einzelgespräch. Wir haben die Therapie sehr stark auf die
die Symptome ausgerichtet, die ich Ihnen vorher berichtet habe, bezüglich der Schwierigkeiten mit Beziehungen, mit den Emotionen, wie man sich reguliert, aber doch auch auf die allgemeinen Symptome ausgerichtet von einer posttraumatischen Belastungsstörung in diesem Sinn. Und ja, ich hoffe jetzt, dass ich Ihnen einen kleinen Einblick geben kann über das Thema von posttraumatischer Belastungsstörung, von Stressfolgeerkrankungen, dass Sie eine Vorstellung haben, was dort in der Therapie zu berücksichtigen ist und auch im Hinterkopf behalten, dass es jetzt neuerdings eine Tagesklinik gibt, wo solche Patienten behandelt werden können und wo man sich anmelden kann. Dann danke ich vielmals für die Aufmerksamkeit. Merci. Besten Dank auch für die Ausführungen. Ich habe noch ganz konkret, vielleicht auch für die Laien unter uns, was gibt es für eine konkrete Form, wie ich Trauma angehen kann? Vielleicht die Stabilisierungsphase? Stabilisierungsphase, da geht es viel darum, um Bewältigungsmechanismen, wo man in dem Sinne den Patienten hilft, wie man mit diesen Symptomen besser umgehen kann. Das tut ja sehr viel Machtlosigkeit und Hilflosigkeit auslösen, gerade so die Erinnerungen, die sich immer wieder aufdrängen. Dort werden verschiedene Techniken und Übungen vorgestellt, wie man mit dem besser umgehen kann und im Alltag auch weniger belastet ist. Das ist so bei der Stabilisierungsphase. Stabilisierung alleine reicht aber nicht, dass es wie nicht mehr vorkommt oder dass die Erinnerungen einem mehr sozusagen in Ruhe lassen, sondern die braucht schon die spezifischen, wir nennen die auch traumafokussierende Therapiemethoden, wo man wirklich die einzelnen Erinnerungen konkret davon bearbeiten. Danke. Ich bin gespannt, ob wir im späteren Verlauf von diesem Symposium vielleicht noch neue Technologien kennenlernen und mithelfen können. Und wir wechseln ins Hochdeutsche, bleiben aber bei den Traumatis. Es gibt in diesem Bereich eine spannende, noch wenig bekannte Theorie der Polyvagaltheorie. Im Zentrum steht das zentrale Nervensystem sowie der Vagusnerv, der 10. Hirnnerv. In Deutschland wird gerade das Polyvagalinstitut Europas aufgebaut. Wir standen mit der Leiterin Sonja Heinrich in Kontakt. Als sie uns plötzlich mitteilte, dass der Begründer der Polyvagaltheorie, Professor Stephen Porges, ein renommierter Psychiatrieprofessor und Traumaforscher aus den USA, uns persönlich Rede und Antwort stehen wolle, waren wir natürlich überrascht und hocherfreut. Ich beginne direkt mit der ersten Frage. Professor Porges, warum könnte die Sozialpsychiatrie oder die Psychiatrie im Allgemeinen von der Sichtweise der Polyvagaltheorie für die Arbeit mit Klienten profitieren? I am very pleased that the Wivesley Foundation has an interest in polyvagal theory and I'm pleased to answer the questions that Sonja has framed for me. First, I see that polyvagal theory brings to psychiatry in general a very important concept. It's that the focus is not on what people say, it's really the focus is on their bodily state. So the therapist needs to be able to learn to read the physiological state of their clients. And if their clients are in a state of stress or tension, or are they relaxed? No therapy is going to be efficient unless the individual's physiology supports it. And it will only support that when the physiology is in a state of safety and not a state of defense. And you can get these cues by looking at facial expression, listening to the intonation of voice, looking at muscle tension in the body and gestures, because all those systems are linked to our neuroregulation of our viscera and primarily our vagal regulation of the heart. Können Sie einen Aspekt nennen, der signifikante Auswirkungen auf die alltägliche Unterstützung, den Umgang und das Zusammenwirken von Fachpersonen mit Klienten hat? I think that many mental health caregivers want to fix or help be helpful to the state of their clients. And this desire on the therapist to fix or to help often comes across to the client as threatening. So I think the first part of how a therapist should respond to a client is that to learn to be a good witness, to listen, to in a sense see the physiology of that individual. And their role is really to be supportive. And that means send cues of safety through intonation of voice, through facial expressivity,
and also to understand that when someone is highly anxious or has a trauma history, that close proximity will be a trigger to that individual's defense systems. So we have to be respectful of the other individual's physiological state and, of course, their clinical history. Wie würden Sie aus Sicht der Polyvagaltheorie bei einer betroffenen Person agieren, die mit posttraumatischen Belastungsstörungen und Depressionsdiagnose zu Ihnen in ein Erstgespräch kommt und sehr gestresst ist? Was könnte die Fachperson aus Ihrer Sicht tun? The polyvagal perspective in dealing with someone who is expressing stress or PTSD symptoms or even social withdrawal, the procedure, or not the procedure, the bias or perspective is that it's not a narrative about the event that will be helpful. It's a narrative about the physiological state that the client is in, which will lead them further along the journey to being re-embodied. In a sense, if they come in very stressed out, you would talk about their physiological feelings. How are they feeling in their body? Have them describe that. And sometimes they will have almost an aha moment of new awareness because they're so focused on events and on the narrative of the event that they have, in a sense, through that narrative model, they have suppressed or become numb to their own bodily feelings. Was geschieht denn bei den Betroffenen? Wie können Sie sich allenfalls selbst ein Stück weit helfen? In contemporary, both neuroscience and clinical worlds, we talk about embodiment and we talk about trauma history, PTSD symptoms as being a journey of disembodiment where we lose a sense of the feelings of our body. And then we start, in a sense, overriding the normal neurofeedback channels. This results in comorbidities because what we're disrupting the normal homeostatic function of our visceral organs. So the first stage is really to honor that we have become disembodied. And that is the journey of, do we feel anything? And can we direct our attention to our organs, to our feelings, even if those feelings are those of anxiety or mobilization? Can we describe those? And in describing them, do we start on this journey of becoming re-embodied in our body, where we start respecting and honoring our physiological shifts that historically within our own history have served to try to protect us from a dangerous world? And in so doing, disrupted our ability to socially interact, to co-regulate with others. Professor Porges, vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Für alle, die mehr über die Polyvagaltheorie wissen möchten, haben wir in ein paar Tagen auf unserer Webseite eine Literatur- und Linkliste erstellt und für Laien eine sehr verständliche Erklärung von Professor Porges aufgeschaltet. Unser nächster Gast beschäftigt sich ebenfalls mit neuen Ideen und geht neue Wege. Dr. Stefan Theecker, herzlich willkommen. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Oberarzt an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich und erforscht im Bereich von Virtual Reality. Virtual Reality macht sich das Stereosehen des Menschen zunutze und erzeugt mittels Software einen dreidimensionalen Eindruck im Gehirn. Durch Sensoren werden dann Bewegungen erkannt und eine Interaktion umgewandelt. Menschen, die sie in einer virtuellen Realität sind, erkennt man oft an diesen großen Brillen, die sie tragen. Es geht um den Nutzen, die Risiken, die Chancen von Virtual Reality in der Therapie. Können wir in Zukunft Orte, wo allenfalls Traumata entstanden sind, zusammen mit dem Therapeuten virtuell besuchen und so raschere Behandlungsfortschritte erzielen? Ich denke, das ist in greifbarer Nähe im Moment. Im Grunde genommen tun wir es aber auch schon in der Psychotherapie, indem wir die Traumata von unseren Patienten besprechen, indem wir ins Gespräch oder durch das Gespräch diese Erinnerungen wiederbeleben.
tun wir auch eine virtuelle Realität generieren im Gehirn. Wo wir jetzt die technischen Möglichkeiten benutzen, ist, wenn unsere Imaginationsfähigkeit oder unsere Fantasiefähigkeiten krankheitsbedingt eingeschränkt sind. Das heißt, wenn wir uns nicht in der Lage sind, neue Perspektiven zu erarbeiten oder unsere Erinnerungen überhand nehmen oder in einer Art und Weise überhand nehmen, dass wir sie nicht kontrollieren können. Im Moment forschen wir mit virtueller Realität bei Menschen, die Stimmen hören, bei akustischen Halluzinationen. Das ist ein anderer Gegensatz zu der Forschung von Trauma oder zur Forschung von Phobien. Da wird normalerweise in der virtuellen Realität die Realität wiedergespiegelt. In unserer Forschung widerspiegeln wir mit der digitalen Technologie eine Realität, die zwar für den Patienten existiert, aber nicht für uns alle anderen. Und ermöglichen damit eine Interaktion mit diesen Stimmen, mit diesen akustischen Halluzinationen. Das ist ein etwas neuerer Behandlungsansatz. Es ist bis jetzt relativ gut erforscht, in England hauptsächlich. Wir haben auch gute Ergebnisse mit denen. Und es ist im Prinzip etwas nicht ganz Neues. Das ist etwas, das wir auch alle, wir alle erleben. Halluzinationen oder halluzinationsähnliche Erlebnisse. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Vielleicht können Sie sich erinnern, das letzte Mal, wo Sie ein Buch gelesen haben. Vielleicht einen Harry Potter gelesen haben. Und manche von uns sind in der Lage, sich die Stimme des Narrators vorzustellen und zu hören. Manche andere sind auch in der Lage, die Stimme von Ron, von Hermine, von Harry wahrzunehmen und auch die Kulissen sich vorzustellen. Das passiert alles in unser Kopf, ohne Zusätzliches. Was wir jetzt in der virtuellen Realität machen, also auch mit den Halluzinationen machen, ist, wir geben denen eine Gestalt. Wir geben denen eine Gestalt, wir geben denen Form, wir geben die Form von der Stimme. Und Sie müssen sich vorstellen, Sie haben sich ein Harry Potter Buch gelesen, die Filme waren noch nicht da. Sie gehen in Kino und sehen plötzlich Hogwarts in voller Pracht, Dumbledore, die Eulen. Und das prägt dann Ihr Gehirn. Und das macht man mit der virtuellen Realität. Das heißt, mit Patienten, die Stimmen hören, geben diese Stimmen eine Form, tun sie auch die Stimme dazu kreieren. Und durch diesen Prozess sind sie in der Lage, mit dieser Stimme zu interagieren, was vorher nicht möglich war. Und in diesem Interaktionsprozess sind sie auch in der Lage, sich von der Stimme abzugrenzen, selbstwirksam zu werden, autonom zu werden. Und das ist etwas, was bis jetzt nicht möglich war, weil diese Stimmen, diesen Charakter der Stimmen, das Erlebnischarakter hat. Es ist, wie wir ein Buch lesen. Dann zweifeln Sie nicht an Ihren Verstand, wenn Sie plötzlich sich die Stimme des Narrators vorstellen. Da zweifeln Sie nicht an Ihren Verstand, oder zweifelt auch keiner an Verstand, wenn Sie sagen, ja, ich kann mir die Stimme von Harry vorstellen, die ist so oder so. Bei Menschen, die Halluzinationen haben, können das nicht. Und dadurch, durch die neue Technologie, ermöglichen wir oder erweitern wir die Sinne und ermöglichen eine Interaktion und dadurch ein Abklingen dieser Symptome. Das ist der erste Teil. Wir sind auch dabei so interessiert, dieses weiterzuentwickeln, dass die Patienten, die quasi zum Beispiel Stimmen hören, auch in der Lage sind, dieses an ihren Angehörigen oder ihren Bekannten zu vermitteln. Wie ist das, was sie erleben? Indem sie die Stimme charakterisieren und wir wissen, was die Stimme sagt oder nicht sagt, können wir dieses auch miterleben und somit das Verständnis für die Krankheit und auch zum Heilungsprozess beitragen. Sehr spannend, sehr spannend. Ich habe ganz viele Optionen gehört, viele Chancen, die sich hier ergeben. Was sind die Risiken? Gibt es auch Risiken? Wo muss man aufpassen? Die Risiken sind, die wir uns auch von zum Beispiel von Spielen oder von der Game-Technologie bekannt sind, dass Leute quasi in dieser virtuellen Realität abtauchen und nicht wieder zurückkommen oder nicht wieder kommen können. Oder diese dort sich eine Welt kreieren und dann nicht mehr am Leben teilnehmen. Das ist ein Risiko. Man muss es natürlich, das, was in der virtuellen Realität macht, versuchen, im Alltag zu übertragen. Dass man sagt, das, was man lernt, die neue Fähigkeiten, die man dort lernt, oder Fähigkeiten, die man zurückgewonnen hat, im Alltag wieder übertragen. Können Sie dazu ein konkretes Beispiel machen? Also ich habe jetzt wieder so ein
von der Gaming-Technologie wissen wir, in der Spielwelt kann man Charakteren, kann man Eigenschaften entwickeln, die wir nicht haben. Sachen machen, die wir normalerweise nicht haben. Das ist dann sehr angenehm. Und wir haben dann Mühe, dieses von dort in die Realität, in die Interaktion umzugehen. Und dann ist wieder, wo der Therapeut in Frage kommt, und sagt, das haben wir bereits gemacht, das haben wir geübt. Und wir können dieses im Alltag machen. Er sagt, das ist wie gesagt, dieses Prozess von der Imagination wieder zu machen. Zum Beispiel ich, bevor ich das zum Gespräch kam, habe ich mir auch vorgestellt, wie wird das Gespräch sein, wie kann das, welche Frage kommen, was ist interessiert, und habe mich dann mental vorbereitet. Und das will heißen, der zweite Schritt ist es zu machen, und dann ist es die Angst oder die Furcht, dass was passiert, weniger. Ich gehe davon aus, dass für die Therapeuten auch wichtig, dass sie neue und vielleicht auch andere Kompetenzen lernen und trainieren in der Ausbildung. Wie sieht das aus? Also ich denke, in der Psychotherapieausbildung werden diese Kompetenzen bereits trainiert, durch Imaginationsübungen, Meditationsübungen, eine häufige Meditation oder Entspannungsübung, dass man sich etwas vorstellt, eine Insel ist, dann hört man das Rauschen des Meeres. Also das wird dann in der Psychotherapieausbildung bereits gemacht. Die große Herausforderung, glaube ich, ist dieses mit den Technologien oder die Benutzbarfreundlichkeit der Technologien anzuwenden. Ich sage, im Moment haben wir ein funktionierendes Prototyp, aber es ist ein Prototyp, das heißt, es gibt sehr viele Computer und Kabel und Regler, die man steuern muss. Das kann manchmal so viel sein, wenn man nicht technisch affin ist. Aber das ist die große Herausforderung, dieses weiterzuentwickeln, dass es benutzerfreundlich ist. Und wo wird die Weiterentwicklung enden? Ist es vorstellbar, dass die Maschine mit Machine Learning oder Artificial Intelligence den Therapeuten und den Menschen in diesem Prozess irgendwann ersetzt? Das ist die große Sorge bei künstlicher Intelligenz. Ich habe da keine große Sorgen und Bedenken, weil künstliche Intelligenz hat ein Problem, das macht nicht Fehler. Künstliche Intelligenz korrigiert sich nicht selbst, lernt nicht unbedingt aus Erfahrung. Und künstliche Intelligenz hat keine Imagination. Und da ist, wo wir als Menschen im Vorteil sind. Wir machen Fehler, wir lernen von Fehlern, wir korrigieren uns und manchmal akzeptieren wir auch Fehler. Wir stehen ja am Anfang einer neuen Technologie, dem Einsatz, und da wollen wir die Chancen sehen, auch für die Menschen, die betroffen sind. Vielen herzlichen Dank für diese Einblicke, für das Gespräch und besten Dank. Wir haben das Symposium angefangen mit dem Ottmar Wager und der Wernig von Peers, also Experten aus Erfahrung, wo andere Betroffene auf ihrem Weg begleiten. Unsere Reise endet aber auch wieder hier. Es geht um Recovery, also um den Gedanken, dass die Genesung von Betroffenen ganz wichtig ist. Und in diesem Zusammenhang möchten wir Ihnen ein innovatives Projekt aus dem Kanton Bern vorstellen. Bei mir sind jetzt Sabine Heiniger und Gianni Zuaboni. Sabine Heiniger kommt aus der Gestaltung, hat Erfahrung im Bühnenbildnerischen und mit Gestaltung von Ausstellungen. Sie war Mitveranstalterin von vielen Kulturevents und seit 2 Jahren ist sie beim Recovery College in Bern mit dabei. Im Rahmen von ihrer Exin-Peer-Weiterbildung ist sie auf das Projekt gestoßen. Die Exin-Weiterbildung qualifiziert Menschen mit einer psychischen Erschütterung und Genesungserfahrung, um andere Krisenerfahrene auf ihrem Genesungsweg zu unterstützen. Frau Heiniger ist als Peer in Bildungsprojekte involviert. Neben ihr steht der Dr. Gianfranco Zuaboni. Er ist Projektleiter und Kursmoderator am Recovery College in Bern. Promovierter Gesundheits- und Pflegewissenschaftler, Recovery-Beauftragter vom Sanatorium Kirchberg. Und ich glaube, wenn ich alle seine weiteren Funktionen noch aufzählen würde, dann würde die Zeit kaum reichen. Recovery ist ein Thema, er ist auch Vorstandsmitglied von der Schweizerischen Gesellschaft für Sozialpsychiatrie, Mitausgeber von Fachzeitschriften und von Buchreihen. Ich möchte gerade starten mit der ersten Frage. Das Recovery College,
Das klingt wirklich sehr spannend. Von wo kommt die Idee und wie müssen wir uns das konkret vorstellen? Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, unser Projekt hier vorzustellen. Dass Recovery oder psychische Gesundheit weitaus mehr bedeutet tut als Symptomreduktion, das ist schon mittlerweile Konsens. Menschen mit eigenen Erfahrungen beschreiben die psychische Gesundheit vielfach dahingehend, dass es darum geht, ein selbstbestimmtes Leben können zu leben, das Leben inmitten von der Gesellschaft. Und dabei stellt jetzt das Recovery College eine neue Initiative dar, um eben betroffene Menschen dabei zu unterstützen. Der Ursprung hat, wie so vieles, auch das Recovery College in Amerika, und zwar von den 90er Jahren. Dort sind sogenannte Educational Center entwickelt worden, wo betroffene Personen mit Expertise unterstützt haben, eben die Genesungsreise auf den Weg zu bringen. Der Ansatz ist dann adaptiert worden und 2009 ist dann das erste Recovery College in London aufgegangen und mittlerweile gibt es weit über 20 Länder vergleichbare Initiativen. Und auch in der Schweiz sind wir jetzt schon seit 2 Jahren dran. Eine Initiative oder das Projekt in Genf hat 2019 ihre Tore aufgetan oder gestartet. Und wir haben dann auch Ende 2019 mit einem Pilotprojekt gestartet. Und weitere Regionen oder weitere Projekte sind kurz vor dem Starten. Ja, und eben wie gesagt, es ist ein Bildungsangebot. Ganz, ganz zentral ist uns da dabei, dass wir uns, also es ist keine Therapieform, sondern Leute kommen zu uns, schreiben sich für Kurs ein und werden dann dadurch Studenten oder Studierende, die an einer individuellen Fragestellung nachgehen und die im Verlauf der Kurs dann auch können beantworten für sich. Und ja, ich glaube, das ist wirklich das Zentrale an dem Projekt. Also es ist ein Bildungsangebot, dann gibt es Lerninhalte. Mögen Sie etwas zu den einzelnen Lerninhalten oder zu den Themen sagen? Ja, kann ich es gerne übernehmen. Also nochmal von meiner Seite ganz herzlichen Dank für die Einladung, dass wir hier sein dürfen. Die Lerninhalte, Gianni hat vorhin gerade angedeutet, wir haben 2019 angefangen und haben zuerst mal einen Workshop gemacht, wo wir die Leute von Bern, von der Region eingeladen haben und gefragt haben, was sind die neuen Bedürfnisse, was sind neue Inhalte, die ihr gerne im Recovery College würdet bearbeiten. Und jetzt haben wir angefangen, eben seit dem Winter 2019, wirklich auch mit diesen Themen zu arbeiten. Wir haben gestartet mit einem Kurs Einführung Recovery, haben jetzt einen langen Kurs zum Thema Genesung gestalten, haben aber auch ein bisschen Psychiatrie betroffen oder näher an Psychiatrie sich befindende Themen aufgenommen, wie Psychose verstehen und bewältigen oder Depressionen managen. Oder ein Kurs, den wir auch anbieten, ist Diagnose, Umgang mit Diagnose. Also einfach wirklich mal die Diskussion, was ist denn eine Diagnose überhaupt? Als ein bisschen Ausblick, was vielleicht kommt in nächster Zeit. Wir werden jetzt gerade starten mit einem neuen Kurs von dir, Gianni, und dem Chris Zeltner, wo wird um das Thema Stigmatisierung, Diskriminierung gehen und der Umgang damit. Dann werden wir im Sommer eine Schreibwerkstatt starten, die im nächsten Herbst dann weitergeht. Plus, es kommen neue Themen dazu, Schlaf. Werden wir verschiedene Kursangebote machen können. Und auch den Körper als Ressource im Genesungsprozess. Da können wir jetzt ein neues Angebot starten mit 2 Frauen, die sehr stark aus dem Bereich Bewegung und Körperarbeit kommen. Also freuen wir uns sehr darauf. Das ist jetzt ein ganz kleiner Einblick. Grundsätzlich ist es so, also alle Kurse setzen sich mit der psychischen Gesundheit auseinandersetzen. Das ist der eine Punkt. Nachher der zweite ist natürlich die psychische Erschütterungserfahrung, die psychische Krisenerfahrung, die Herausforderungen, die sich dort ergeben. Und das dritte ist auch die persönliche Entwicklung. Also es können auch Kurse sein, die sehr nach den Lebensthemen sind, wie zum Beispiel, wo wir gestartet haben 2019,
ist gerade kurz vor der Weihnachtszeit gewesen. Weihnachtszeit ist für viele Leute immer eine herausfordernde Zeit. Sie lachen, genau. Das ist, glaube ich, für ganz viele Menschen eben eine spezielle Zeit. Und wir wollen auch einfach solche Themen reinnehmen, mit Herausforderungen im Alltag umzugehen, sehr nah dran. Also wir können uns auch vorstellen, vielleicht mal das Thema Umgang mit Geld und psychischer Gesundheit. Wie ist dort der Zusammenhang? Oder im Sommer starten wir auch noch jetzt ganz mit jungen Dozentinnen freuen wir uns auch sehr, das Thema soziale Medien und psychische Gesundheit. Also. Wow, ich wüsste nicht, ob ich ein Drittel von den verschiedenen Angeboten jetzt noch mal wiedergeben könnte. Das ist sehr vielseitig. Aber natürlich auch ganz nah bei den Menschen mit der psychischen Erschütterung, weil sie ganz im Recovery-Gedanken die ja auch fragen und ich nehme an, Teil sind vom Lehrplan. Jetzt wissen wir auch, dass Menschen mit psychischer Erschütterung meistens nicht so einen grossen Geldbüttel haben und Weiterbildung und Bildungsangebote immer auch wieder das Thema ist von der Finanzierung. Können Sie etwas sagen über Kurskosten und Möglichkeiten, die solche Menschen haben? Also ich kann das aus meiner ganz persönlichen Erfahrung sagen. In einer meiner Krisenphasen war das ein grosses Thema. Oder? Man hat nicht so grosse Geldressourcen. Wir wollen wirklich bewusst unsere Kurse zugänglich machen für die verschiedensten Leute mit den verschiedensten Bedürfnissen. Und das Geld soll nie sozusagen ein Hinderungsgrund sein, um einen Kurs nicht zu besuchen. Darum richten wir die Kurskosten ausrichten, die Möglichkeiten der Leute. Wir haben so wie ein dreistufiges System. Ganz einen kleinen Betrag, der einfach quasi eine kleine Wertschätzung ist für Leute, die wirklich sehr wenig Geld haben. Das können Leute sein, die gerade IV beziehen im Moment oder sonstige Leute, die irgendwie Sozialhilfeempfänger sind zum Beispiel. Privatpersonen ist nachher so ein bisschen der andere Bereich, den wir haben, so eine Mittelstufe, einfach wenn man sozusagen eine Kursgebühr kann zahlen. Und dann haben wir noch so wie eine dritte Stufe für Fachpersonen, die unter Umständen das können richtig nachher wieder benutzen im Beruf und weiter anwenden. Dort orientieren wir uns ein bisschen orientieren an üblichen Fachpreisen von Weiterbildungskursen. Aber sie dort auch immer noch in einem sehr tiefen Rahmen, wenn man es vergleicht. Genau. Super. Noch eine Frage nochmal an Gianni Zioboni. Wer steht genau hinter diesem Projekt und wie kann man sich auch die Vernetzung oder die Einbettung in den anderen Angeboten von der Sozialpsychiatrie vorstellen? Also das Recovery College Bern geht auf eine Initiative von der Universitären Psychiatrischen Dienst in Bern zurück und wird aber mittlerweile auch vom Büro für Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und der UPD-Stiftung finanziell unterstützt. Also wir haben eine Projektanschubsfinanzierung bekommen und können dann jetzt eben so ein bisschen schauen, dass wir eine nachhaltige Finanzierung sicher stellen können, aber sicherlich eben auch so ein reichhaltiges Angebot entwickeln. Und das ist das eine. Dann haben wir auch verschiedene Organisationen, unter anderem der Kanton Bern, der das Patronat übernommen hat, aber auch die Berner Fachhochschule und die Stiftung Selbsthilfe Schweiz, die das Patronat übernommen hat und uns entsprechend auch unterstützen tun. Daneben sind wir aber auch noch dran, mit anderen Leuten zusammen auch eine Zusammenarbeitsvereinbarung auf den Weg zu bringen. Also wir sind interessiert, dass wir nicht einfach allein hier in Bern so eine Insel der Glückseligen arbeiten, sondern uns ist wirklich ein grosses Anliegen, dass wir ein Netzwerk entwickeln mit anderen Leuten, die ähnliche Initiativen realisieren wollen. Sind wir sehr darauf aus, Zusammenarbeit auf den Weg zu bringen, weil wir denken, wir können alle davon profitieren. Jetzt habe ich vorne bei der Einführung ganz etwas Wesentliches vergessen, was eben das Recovery College eben auch ausmachen tut. Wir sind jetzt da das zweite präsent und das ist nicht einfach nur Zufall, sondern das ist wirklich auch ein ganz wesentlicher Bestandteil vom Recovery College, dass das Ganze in Co-Produktion passieren tut. Also die Angebote, die wir anbieten und all das, was Sabine vorhin vorgestellt hat, das sind immer Leute mit eigenen Erschütterungs- Erfahrungen zu diesen Themen und gleichzeitig auch Fachpersonen, die in diesem Berufsfeld unterwegs sind, die eben zusammen die Kurse entwickeln und durchführen. Das ist, denke ich mir, ganz, ganz wesentlich an dem Ansatz. Und die Co-Produktion geht dann auch beim Lernen dann auch weiter. Es ist ja so, dass die Gruppe dann ganz wesentlich geprägt ist durch den Ansatz und es eben darum geht, dass wir gemeinsam Fragestellungen bearbeiten und lernen voneinander. Sehr gut. Frau Heiniger, wenn Sie einen Wunsch frei haben
für die Zukunft noch von diesem zarten Pflänzchen? Ja, dass es nachhaltig wächst und sich kann etablieren in der Landschaft Deutschschweiz, Schweiz allgemein. Also eben, wir haben gehört, es gibt Genf schon. Ich glaube, da ist ganz viel Potenzial in dieser Entwicklung drin, wo man einfach einen anderen Zugang zur psychischen Gesundheit noch mal finden kann, der sehr alltäglich ist, sehr nicht im klinischen Bereich verordnet. Und das finde ich sehr wichtig, dass man dort einen Alltagsspruch findet, um unter Umständen mal Herausforderungen können anzugehen und zusammen anzuschauen, zu diskutieren. Eben, sei es jetzt wie wir, gerade im Kornhaus Bern, mit der Stadt, in der Bibliothek und nicht irgendwo hinter medizinischen Mauern versteckt. Genau. Super spannend. Gibt es auch schon ein Beispiel, wo aus dem Recovery College daraus heraus vielleicht wie eine Art Spin-off oder eine neue Aktivität oder ein neues Projekt entstanden ist? Ja, wir sind jetzt im Moment nach wie vor sehr auf uns konzentriert. Eben das reichhaltige oder vielschichtige Angebot, das ist wirklich absorbiert uns komplett in der Vorbereitung auch. Und die Idee wäre eigentlich schon auch da, dass wenn wir ein Stück weit ein bisschen etablierter sind, auch entsprechend dann auch auf Anfragen können reagieren und zu den Leuten dann auch können gehen mit einzelnen Kursen. Also das ist schon auch die Idee. Dass man so ein bisschen wie Speichen und Nabben, so von diesem Ansatz, der schwebt uns vor, dass wir das mittel- und längerfristig etablieren wollen. Und wirklich zu den Leuten gehen, in die Gemeinden rein und dort miteinander die Fragestellungen rund um psychische Gesundheit und selbstbestimmte Lebensführung miteinander können thematisieren und eben voneinander lernen. Spannend. Wir werden sicher noch viel hören aus Bern, aus dem Recovery College und werden das weiterverfolgen. Vielen herzlichen Dank für den Besuch hier in Zürich. Reiniger, Gianni Zuaboni, besten Dank. Zum Schluss aber auch ein Dank an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Nur wegen Ihnen, wegen dem Interesse von Ihnen, hat das Symposium überhaupt möglich gemacht werden. Der Aufhänger ist Ottmar Wäger. Aber dank allen Referentinnen und Referenten, die sich engagiert gezeigt haben, ist es zu dem geworden, was geworden ist. Zum Dank zuletzt, Ottmar, guter Dank an dich. Du bist schlussendlich der Grund gewesen, dass wir gesagt haben, wir machen das erste Symposium. Und es ist ein Ausdruck für dein Engagement, das nicht nur während der Arbeitszeiten hoch war. In den letzten 3 Jahren durfte ich unter deiner Leitung die Sozialpsychiatrie kennenlernen und habe sehr viel profitiert von deinen vielen Erfahrungen. Jetzt bist du in einem anderen Lebensabschnitt, bleibst uns Gott sei Dank erhalten im Stiftungsrat. Und für das wollen wir einfach Danke sagen. Und selbstverständlich ein Dank aus der Gärtnerei von der Stiftung Wiesli. Ganz herzlichen Dank, meine Lieblingsblumen, Pfingstrosen. Ich hatte Glück mit dir, Martin. Ich hatte einen sehr guten Schüler. Ja, ich habe versucht, die Werte der Sozialpsychiatrie, das, was mehr wertvoll ist, im Zugang zu Menschen mit psychischen Erschütterungen, wiederkehrenden psychischen Erschütterungen, dir rüberzubringen. Und ich habe gemerkt, wie du die Sachen aufgenommen hast. Ich würde nicht sagen, wie ein Schwamm mit deiner zum Teil der Psychiatrie gegenüber zurückhaltenden Haltung. Aber gleichzeitig habe ich jedes Mal wieder gemerkt, aha, da ist ja sehr viel hängen geblieben von dem, was ich gesagt habe. Es war eine herrliche Zusammenarbeit mit dir, Martin, die letzten paar Jahre. Es war toll gewesen. Und was mir ganz wichtig ist, Martin, mein Präsidium habe ich eine ganz wichtige Person, die ich seit Jahren kenne, können übergeben. Und das ist auch für mich eine Erleichterung, dass die Stiftung auf einem guten Weg ist. Und das, was du in den letzten 3 Jahren angefangen hast, sicher auch die volle Unterstützung findet von meinem Nachfolger, am Marc. Vielen herzlichen Dank für die Blumen. Ich muss sie dir wieder zurückgeben, Ottmar. Vielen herzlichen Dank. Ganz zum Schluss möchte ich noch sagen, dass das Symposium natürlich aufgezeichnet worden ist und Sie das in ein paar Tagen auf unserer Webseite wiesli.ch/Symposium auch wiederfinden, zum nochmal schauen, zum Verlinken und zum Weitergeben in Ihrem Umfeld. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Nachmittag. Bis bald.